Im zweiten Teil vom Reh-Ragu sind wir auf der ersten Reihe. Wir beginnen aber in Zug. Sind wir so da? Grundstellung, ja? Das ist super. Jetzt einmal drucken. Eine Reihe hupfen wir. Dann stricken wir weiter. Ziehen. Das ist ganz wichtig, gell? Da sind wir nämlich ganz schön schnell und richtig auch schon wieder. Habt ihr es gesehen? Beim Ziehen sind wir auf der zweiten. Weiterrutschen. Wir sind schon in der richtigen Position. Dann. Weiterrutschen. Der ist wichtig. Genau, das braucht man nochmal. Weil das ist nämlich der Abschluss. So, langsam spiele ich es nochmal. Und ich renne. Lage, hören wir dann auf. Sehr gut, das war der zweite Teil vom Reh-Ragu und ich freue mich schon auf den dritten.